Okay, ist jetzt vielleicht, aber das. Es wird noch eine Lautsprecherquest geben, oder? Ich weiß ja nicht. Irgendwas. Das kommt mir nicht so ganz koscher vor. Also irgendwie. Irgendwo ist da noch ein Haken. Aber gut, okay. Wir nehmen das jetzt einfach mal so zur Kenntnis und versuchen mal zu laufen. Laufen, 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 laufen. Sambi, du bist ein ganz toller Rapper. Du kannst ganz toll und schnell laufen. Du bist der Größte, du bist der Beste, du bist. Da sind ganz viele Zombies und wir laufen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Eigentlich. Ups. Na, weil ich da jetzt die Werkbank gesehen habe auf der Karte, aber. Na gut, okay. Bam, 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 bam. Wo sind meine kleinen süßen Zombies? Meine kleinen süßen Zombies, Zombies, Zombies. So, 1400 irgendwas. Zack, 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 zack. So, Zombie-Massaker angerichtet. Ah, okay. Naja, das Spiel war auch schon vorher ab 18, also, hä, was soll ich machen? So, okay. Njap, njap. Andere Sache, die mir noch aufgefallen war, beim letzten Mal hatte ich so eine Geschichte erzählt. Ich war wegen meiner Militärmachete draufgekommen, so von wegen, ja, die Farbe lila und so, hat ja irgendwie was mit Tod zu tun und so, in Japan und keine Ahnung, weißt du, das ist ja so und ich wurde völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es vollkommener Mumpitz war, den ich da erzählt habe. Was ich mir allerdings nicht so richtig erklären kann, weil die ganze Story, so wie ich sie erzählt hatte, so war sie mir tatsächlich im Gedächtnis hängen geblieben. Aber ich habe dann auch noch, also ich habe mir mal die Quelle dann herausgesucht, wo ich dachte, dass ich es her hätte. Aber da stand das eigentlich auch nur so drin, wie der nette User BrandNew94 es auch erklärt hatte. Und dementsprechend bin ich doof, er ist schlau und alles ist gut. Ja. Das nur nochmal dazu. Also, aber gut. Es war ein altes Club Nintendo Magazin, wo ich dachte, dass ich sowas mal gelesen hätte, ja. Nämlich die Sonderausgabe, die damals mal für Club Nintendo Mitglieder gedruckt wurde. Es war so ein weißes ja, eine weiße Sonderausgabe in dem Sinne. Und da waren zusammengewürfelte Club Nintendo Berichte drin, also über Kirby, Mario, ich habe ge vorhin gesehen über Illusion of Time, Donkey Kong Country und so weiter und so fort. Ganz witzig und unter Sammlern vielleicht auch mehr oder weniger begehrt. The people by the coast can now hear our broadcast. Ja, und das war's jetzt? Brutale Pistole. Das war's. Okay, cool. Ich habe eine. Nein, wir haben keine brutale Pistole. But we still need to activate the speakers in the Ich wusste es. Es konnte noch nicht alles sein. Aktiviere drei Lautsprecher an der Canard Street. Bauplan Piranha. Ami. Okay. Thank you. Make it back in one piece, so I know the speakers have been activated. Ja, nee, ist klar. Der dritte Kopf des Cerberus. Brutale Pistole. Brutale Pistole Stufe 28. Brutale? Nein. Wieder falscher Knopf. Ich könnte so kotzen. Skyrim, ja. Ich müsste wirklich mal, ich muss echt mal Skyrim-Videos langsam aber sicher machen. Es ist so schlimm. Ah, nie Zeit. Hering, du machst was, du machst nur Scheiße. So, ganz ehrlich. Pistole Schock Stufe 23. Brutale Pistole, Stufe 28, 316 Schaden, 300, schon wieder falsche Knöpfe. Nee, das Spiel hatte nicht, der Controller hatte nicht so viele Knöpfe. 300, irgendwas Schaden. Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja. Ja, komm. Also, es ist sogar nicht mal eine grüne Pistole oder so. Es ist einfach nur eine dämliche Schockpistole. Hatatatata. So, okay, was mache ich jetzt mit der dummen Schockpistole? Hier, das hatte ich noch geguckt, als ich vorhin mal kurzzeitig in meinem Inventar gegangen war, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Diese schwache Bolo-Machete, die ist ja schon, also 359 Schaden. Die ist nicht schlecht, ganz ehrlich. Und da könnte ich eigentlich auch meine Eigenbau-Machete Schock mal so ein ganz klein bisschen austauschen. So, ein bisschen. Entschuldigung, wow. Verschluckt. Aber dafür hätte ich, also beziehungsweise vielleicht finde ich ja noch eine bessere Bolo-Machete tatsächlich und könnte dann die Eigenbau-Machete Schock dann irgendwie nochmal so austauschen oder ich weiß es nicht genau oder vielleicht will ich auch nochmal eine ganz andere Waffe haben. Es ist an der Stelle vielleicht auch total egal. Wert 114 Dollar. Ich glaube, ich lasse jetzt sogar die Eigenbau-Machete mal fallen. Oder, nee, Schockpistole, weil eigentlich, ich brauche nur eine Pistole. Warum soll ich jetzt mehrere Pistolen mit mir rumschleppen? So, Schockpistole, lebe wohl und willkommen im Team Brutale Pistole. Nachladen. Dankeschön. So, ja. Ich habe eine brutale Pistole und eine Batterie. Oh Mann, oh Mann. So, alles klar. Mein Inventar macht mir nur ganz leichte Sorgen tatsächlich. Mir wäre irgendwie wohler, wenn ich mal
Wenn ich mal irgendwie was sowas ähnliches wie eine vernünftige Waffe wieder hätte. Vielleicht sollte ich ja jetzt einfach mal. Ich meine, zumindest ist die noch funktionstüchtig. Ich nehme mal die schwache Bolo-Machete in die Hand und versuche mich damit irgendwie zur nächsten Werkbank vorzukämpfen. Ups, vielleicht gelingt es, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Tralalalala. Ansonsten ist der Hering quietsch vergnügt und hat mal wieder Zeit für gar nichts, aber davon, ja, dann ganz reichlich und irgendwie so und ab und zu, also beziehungsweise jetzt versuche ich erstmal aufzunehmen, so ein paar kleine Videos, ein paar süße kleine Let's Play-Aufnahmen am Samstagnachmittag und so, damit dann zumindest schon mal der ganz normale Vorrat, I will this loop, der ganz normale Vorrat für unter der Woche dann gesichert ist und alles, was darüber hinaus dann kommt, ist Bonus, wobei ich gleich dazu sagen kann, also morgen Nachmittag werde ich vermutlich eher nicht dazu kommen, Aufnahmen zu machen, aber gut, okay, dafür dann vielleicht am Abend oder ich weiß es nicht genau. Mal gucken, was weiß denn ich? Ist halt so. Ja, ab und zu hat der Hering am Wochenende auch mal was vor. Ist ja unfassbar. So, na, der hat ein Leben. Oh mein Gott, nein. Wir suchen jetzt einen Let's Player, der kein Leben hat. Oh ja, der sich noch um uns kümmert. Der auf all unsere Pans eingeht. Und der immer total nett zu uns ist. Und der irgendwas in der Hinsicht ist. Keine Ahnung. Irgend perfekter Mensch halt. Irgend so ein glattgebügelter und geleckter und so ein richtig schöner. Ich weiß nicht was. Ah, ich weiß nicht. Ich, diese. Hä? Kann ich ihn hier? Hallo? Ach, das ist ein Radio. Der Polizeifunk. Natürlich, könnte ich abhören. Ach so, zu den Abwasserkanälen. Oh, hier könnte ich runtergehen. Vielleicht soll ich da jetzt auch. Oder sollte man dort? Das ist dann vielleicht für die Hauptquest relevant oder so. Weil der gute Joseph, der hatte uns ja gesagt, ja, in also hier da Polizeihauptquartier und so. Also so in der Art hat er das nicht gesagt, aber vom Inhalt her. Werkbank, Polizeihauptquartier und so, da kommst du ganz leicht hin. Und zwar, wenn du so Abwasserkanäle gehst und so. Und deswegen geh da mal so lang. Weil es könnte sich eines Tages als nützlich erweisen. So ungefähr. Mach jetzt auch einfach mal. Zack, zack, zack. So, brutale Pistole. Upgrade-Kosten sind ja nur lumpige 2000 Dollar. Ja, nee, ist klar. Leckt mich doch. Was ist denn das für ein Scheiß? Warum sind die ganzen Sachen immer so teuer? Ich weiß es nicht genau. Wer soll denn das alles bezahlen? Mein Gott. Nio, 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 nio. Da werden noch unsere Kinder für aufkommen müssen. Der Generationenvertrag, das geht alles überhaupt nicht auf. Ta, 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 ta. So, da, 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 da. Ja. Wollen wir ein bisschen über Weltpolitik reden oder so? Oder über Politik allgemein? Keine Ahnung. War wie, was ist das hier für ein Abschnitt? Also, beziehungsweise, warum ist denn das hier so gesichert? Das sagt mir gerade gar nichts. Was ist denn das? Hä? War ich hier schon mal? Ach, scheiße. Moment, das kommt mir alles so überhaupt nicht bekannt vor. Was ist das hier? Straßenabsperrung? Hä, ich soll aber darüber gehen. Moment. Leiter benutzen? Mein Aufnahmeprogramm spackt gerade wieder ein ganz klein bisschen rum, aber eigentlich hat es nichts zu sagen, wenn das Bild so ein ganz klein bisschen ruckelt. Stattdessen, er könnte es halt nur sein, dass die TV-Karte jetzt so in Bälde vielleicht nochmal abschmiert, aber ich weiß nicht genau. Wir werden sehen, wie dem auch sei. Dieser Abschnitt hier, der erscheint mir vollkommen neu und was bringt das jetzt eigentlich, dass ich hier oben bin? Moment. Was bringt das jetzt? Ich kann doch so hier irgendwie rüberspringen. So, jetzt bin ich hier drüben. Ich weiß nur nicht, ob ich hier sein will. Davon abgesehen, aber okay. Zumindest bin ich schon mal drüben. So, hi. Wer seid ihr? Was seid ihr? Also, beziehungsweise, wer seid ihr und wo seid ihr? Das hier ist das Stadtzentrum, sehe ich das richtig, ja? Und warum war das jetzt hier so abgeriegelt und so? Und vor allem, warum hat diese Abriegelung. Hallo? Warum hat diese Abriegelung so absolut rein gar nichts gebracht? Nja, warum ist hier alles tot? Warum ist hier alles scheiße? Warum. Warum kann ich meine Raserei nicht aktivieren, obwohl es gerade jetzt irgendwie sinnvoll wäre? Aua, aua, aua. Jetzt könnte ich Raserei aktivieren. Oh bitte, Thomas Raffa ist online, er sei gegrüßt. Nein, 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 nein. Aktivieren, aktivieren, schneller, Raserei. Hallo, Sambi? 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 Darfst du? Kannst du? Hallo? Warum kann ich jetzt Raserei nicht aktivieren? Ich weiß nicht genau. Hihihi, hahaha, huhu. Aua. Aua, aua, aua. ich dachte, ich könnte es vielleicht. Wenn ich schnell gerannt wäre, dann wäre es vielleicht aufgegangen. Weil der Plan sah jetzt gewissermaßen vor. Die haben mich wieder rausgeschmissen. Der Plan sah jetzt gewissermaßen vor, dass ich an dem Selbstmörder vorbeilaufe. Er sich dann irgendwie in Explosions. Ja, in den Explosionsmodus begibt und dann die ganzen Zombies, die dann an ihm vorbeilaufen, dass die dann halt alle mit ihm zusammen explodieren und so. Also der Plan an sich, der war echt gut, finde ich. Aber gut, okay. Ist jetzt halt mehr oder weniger aufgegangen.
So, da schlurfen jetzt noch jede Menge Leute rum. Jetzt nehme ich mal wieder eine richtige Waffe in die Hand. So, war da unten irgendwas? Nee, gut. Hududu. Und wieder. Aua. Warum habe ich mir jetzt schon wieder so wehgetan? Hä? Vorhin hast du auch nicht, aber verstehe ich nicht. Spiel ist irgendwie zu doof für mich. Ne, 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 ne. Spiel ist sowieso. Spiel soll immer noch verbuggt sein. Spiel soll immer noch schlimm sein. Entwickler macht kaum Patches und alles ist irgendwie seltsam. Also wenn man sich mal so durch Dead Island Foren liest oder so, das ist wirklich, ja, nicht gerade feierlich. Wobei das halt so eine Sache ist. Ich habe heute mal, weil es bei Skyrim fast dieselbe Chose ist, so ungefähr. Den Spielern geht das alles irgendwie nicht schnell genug. Und die laden sich einen Patch runter und dann ist der Patch auch noch verbuggt irgendwie in der Art. Und ja, das macht alles irgendwie keinen Spaß. Und ich habe heute irgendwie mal einen Kommentar gelesen von einem User, der meinte, das wäre dann im Endeffekt vielleicht auch so ein ganz klein bisschen der Preis bei so großen Spielen und vor allem so umfangreichen Spielen, den man als Spieler mehr oder weniger bezahlen muss. Und da nützt es dann in dem Sinne vielleicht auch nicht, die ganze Zeit auf den Publisher bzw. auf den Entwickler draufzuhauen und zu sagen, warum bringt ihr hier total verpackte Spiele raus? Total verpackte Spiele, in denen man plötzlich keine Waffen mehr in der Hand hat. Warum bringt ihr sowas heraus und so? Und warum macht ihr nicht Feintuning und nja 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 und hast du nicht gesehen? Aber ja, was soll's? Ich meine, die Spiele heutzutage werden halt immer größer, besser und im Endeffekt ja auch schöner. Seien wir mal ganz ehrlich. Ist ja nicht so, dass ich hier jetzt den letzten Schmonz spielen würde. Nee, das macht schon extrem viel Spaß. So, hier ein ganz klein bisschen in Dead Island unterwegs zu sein und sich hier daran zu erfreuen, dass man irgendwie Erste-Hilfe-Zelte findet. Was ist das hier? Einmal Banui und zurück. Ich war hier noch nie. Das ist sehr seltsam. Was eigentlich nicht sein könnte. Ich kann schon wieder. Ich dachte, ich wäre mal im Rasereimodus, aber ich bin überhaupt nicht im Rasereimodus. Warum denn? Zeitweise war das Symbol doch da. Jetzt ist das Symbol da. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt aktiviere. Ich kann es gar nicht aktivieren. Nee. Hä? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Oben links ist doch das Symbol immer. Dann drücke ich auf B und dann ist das Symbol weg. Was ist denn das? Nee, das. So scheiße. Irgendwie. So. Und du? Nun bin ich wieder ganz woanders. Irgendwo. Ich weiß nicht. Spiel. Wo kommst du denn her? So. Spiel ist seltsam zu mir. Spiel ist extrem seltsam, aber ich glaube, das kennen wir mittlerweile auch schon. So. Moment. Da ist schon wieder so ein Erste-Hilfe-Zelt. Also, diese ganze Zelte hier. Nja. Warum sind hier keine Sanitäter? Medic! Medic! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ja. Oh, wie lange habe ich kein Kriegsspiel mehr gespielt? Also das Call of Duty oder Medal of Honor oder so. Hätte ich irgendwie. Jetzt mal so ganz spontan, wenn ich mal drüber nachdenke, hätte ich irgendwie auch mal wieder Bock zu. Also, weiß ich nicht. Diese ganze Battlefield 3 und Call of Duty Modern Warfare und weiß der Teufel was. Diese ganzen neueren Sachen sind komplett an mir vorbeigegangen. Also mehr oder weniger. Call of Duty Modern Warfare hatte ich als PS3-Titel mal einem Freund geschenkt. Und wir haben da im Koop-Modus mal so ein bisschen gezockt und so. Und es war schon ganz witzig. Aber nichtsdestotrotz, ja, weiß ich nicht. Für mich selber hatte ich halt sowas länger nicht mehr. Ich besitze für die Wii einen, vielleicht sogar auch zwei Call of Duty-Teile, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe so viele Wii-Titel, ich habe auch so viele Schmonz-Titel, das ist der Wahnsinn schlechthin, aber davon abgesehen, da habe ich irgendwie gar keinen richtigen Überblick mehr von. Hui, ich mag dich nicht. Du magst mich auch nicht, das ist schön. Ich soll dort hinten, glaube ich, hin. Ich soll dort hinten hin. Das sieht doch irgendwie so aus. Ach so, genau. Da blinkt es auch schon so. Ah, das ist der, nämlich der komische Verteilerkasten. Von meinem Lautsprecher des Glücks, den ich aktivieren will. Sofern ich es überlebe, tatsächlich dorthin zu kommen. Nein, was ist los? Nein. Jetzt aber. Bam, bam. 4005. 4005. Es dauert nicht mehr lange und dann ist mein Schaden over 9000. Ja, glaube ich, hoffe ich. Das wäre cool. Ah ja, wenn ich ganz tolle viele Fähigkeiten habe und so. Und wenn ich ganz toll und doll und stark bin und so. Und was zum Teufel? Meine Fresse. Was ist denn jetzt los? Warum jetzt schon wieder von beiden Seiten? Ich gehe ganz normal meines Weges. Von hinten, da hätte gar keiner kommen können. Da hätte... Geht nicht. Geht einfach nicht. So, okay.